Ich muss wissen, was auf dem Schiff vor sich geht, aber ich muss euch nicht über alles in Kenntnis setzen. Wenn es Und um unser Schiff geht. ich versichere euch, dass ich nicht wusste, dass Diamantis Monterey ein Paktierer war. Aber ich wusste, dass er von einem Dämon besessen war. Er war nicht besessen. Er hatte eine Vereinbarung mit Serpentilio. Ja, man sieht, wie gut es geklappt hat. Es hat hervorragend geklappt, wenn ihr bedenkt, dass es das Einzige war, was ihm ermöglicht hat, zur Stelle zu sein, um Rafim von den Toten zurückzuholen. Er wurde vom Herrn der Rache verführt und dieser Dämon dient ihm. Also was hat daran gut geklappt, frage ich euch. Wie ich bereits angemerkt habe, hat es mir eine Möglichkeit erlaubt, ein Auge auf Diamantes zu haben. Ja, Und zur Stelle zu sein, um und Rafim er hat bei uns Rafim zu halten. erschossen. Ihr habt gar nichts getan, außer ihm den einen weiteren Schritt zu erreichen in Niederhöllen. Ich muss Abel mir zustimmen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass dies besonders gut Und geklappt ihr habt hat. davon gewusst und habt es uns verschwiegen. Allen. Ich war in Sorge wegen Diamantes. In Sorge? Er ist mehrfach durch, sagen wir mal, menschenfeindliche Vorschläge und Taten aufgefallen. Und Ich da hätte meintet auch. ihr, ein Dämon wäre ein gutes Mittel, um dieses Macht sein Wirken aufzuhalten? Ernsthaft? Er tut so, als hätte ich das befohlen. Ihr habt es gebilligt und davon gewusst und ihr habt uns nichts davon erzählt. Ich habe euch nie belogen, Abelmir. Ihr habt es verschwiegen. Das ist fast so schlimm wie eine Lüge. Was verschweigt ihr denn sonst noch? Muss ich euch jeden Wurm aus der Nase ziehen? Wissen ist Macht, Abelmir. Und Nichtwissen macht nichts. Aber das müsst ihr ja am besten wissen. Nicht jede Wahrheit ist für jeden bestimmt. Ach, wenn es um uns geht, um unser Schiff, um das Schicksal, würde ich schon gern wissen, ob ein Dämonbesessener in meiner Nähe herumturnt. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass wir schon wieder einen Paktierer an Bord hatten. Und habt ihr einmal darüber nachgedacht, welche Informationen er möglicherweise an den Feind weitergeleitet haben könnte? Er war in unserem innersten Kreis. Darum mache ich mir im Moment weniger Sorgen, sondern um eure Vertrauenswürdigkeit als Kapitänin. Wenn ihr uns Sachen verschweigt, die wichtig sind. Was der Grund war, Capitania, warum wir ihn überwacht haben. Also, ihr wusstet von diesen Dämonen. Ihr habt es gebilligt. Ja oder nein? Ich wusste davon. Ich habe es nicht gebilligt. Habt ihr es unterbunden? Nein. Schüttel nur den Kopf. Aber wie ich sagte, ich habe euch nie belogen, Abelmir. Das könnt Ja, ihr von euch nicht behaupten. ihr habt mir auch nicht die Wahrheit erzählt. Ich habe es getan, um unsere Besatzung zu schützen. Das ist nicht gelungen. Ich bedauere dies zutiefst. Ihr dürft nun mal eine Gassenwissenprobe würfeln. Jeder oder einer? Jeder. Warte, ich habe das gesteigert. Warte, ich habe das gesteigert. Ich muss nachsehen. Ich habe keine Charakterbögen aus der Heldensoftware. Du kannst trotzdem mal, glaube ich, schon mal würfeln. Wenn es knapp Du ist, hast kannst du nochmal recht. die Du drei hast Punkte definitiv aufrechnen. recht. Ah, das ist tatsächlich nicht knapp. Siehst du. Ihr bemerkt wohl, dass ihr verfolgt werdet, und zwar von dem rothaarigen Maraskaner, dem Sklaven von Ulamarix. Er drückt sich in den Gassen herum, sehr unauffällig, aber er ist definitiv an eurer oder hinter euch. Wer ist eigentlich dieser Maraskaner? Sein Leibwächter, oder? Nein, vermutlich. Man kann Maskern nicht trauen, genau wie Torwallern. Wenn wir die Liste aller Leute, die man nicht, den Abel mir sagt, dass man nicht trauen könnte, abzählen werden, wären wir im nächsten Jahr noch hier und alle unter Wasser. Vielleicht hofft er, dass wir ihn zu Diamantis führen. Aber das wird nicht passieren. Denn wir wissen nicht, wo er ist. Wir sollten schnell zum Schiff zurückgehen. Euch wird auch gerade klar, dass ihr keine Waffen bei euch habt und auch kein Rafim. Fühlt euch plötzlich sehr nackt. Ja, ich vielleicht. Ich habe nie welche. Ich brauche keine Waffen.
Ja, du bist auch mit Waffen nutzlos. Währenddessen kannst du deinen Arm noch einmal ausstrecken und merkst dann, dass dein Bandschwert dir in die Hand fliegt. Ah, na endlich. Wenn ihr meine Einschätzung der Sache hören wollt, Capitania, Diamantis ist mit dem Schiff getürmt. Einem Schiff, ich weiß nicht welche. Dies war ein sehr anstrengender Groove. Diamantis hatte euer Bandschwert? Nun, er konnte schlecht mit dem ganzen Pulver und der Munition ins Wasser springen. Man schüttelt nur den Kopf. Wir können ihn aufspüren, wenn ihr so gesagt habt, Capitania, aber ich sehe nicht, wie wir noch Zeit und Wege hätten, in der Sache nachzugehen. Während ihr zurück auf das Schiff geht, könnt ihr tatsächlich nicht nur den Maraskaner um euch herum spüren, sondern jetzt auch noch weitere Personen. Es sind nicht Kinder, sondern, ja, Leute, die in den Gassen stehen und die sehen nicht nach Bettler aus, auch wenn sie sich etwas übergeworfen haben und unscheinbar aussehen wollen. Es gelingt ihnen nicht ganz. Ist das endlich das erwartete Attentat? Sieht fast so aus. Dafür, dass ich euch noch darauf hingewiesen habe, nirgendwo ohne Wachen hinzugehen. Nun, das passiert wohl, wenn man von 20 Gardisten abgeholt wird. Man vergisst solche Kleinigkeiten. Was schlagt ihr vor, dass wir tun? Außer weitergehen? Nun, es gibt nicht viel, was wir tun können, glaube ich. Sei denn, ihr entdeckt eine dunkle Gasse, in die wir uns schlagen können. Davon gibt es wahrhaftig genug. Ich bin nicht sicher, ob wir aus dem wieder rauskommen. Wir sollten vielleicht über die Dächer gehen. Dort können wir, nun ja, die Feinde besser unterscheiden. Ihr nehmt das hier wohl besser, ja? Ich reiche dir, zu dem Minas-Bandschwert. Ja, sie nimmt das. Macht euch keine Sorgen drum. Es findet seinen Weg zurück. Das ist besser als nichts. Also, Abelmir, seht ihr eine Möglichkeit, aufs Dach zu kommen, wenn ihr das für eine gute Idee haltet? Ich schaue mich mal um in der Straße oder Gasse, in der wir gerade sind. Das Problem ist, sobald du dich umschaust, werden die wissen, dass wir wissen, dass die wissen, dass wir wissen, dass die da sind. Nee, guck mir nicht nach den Leuten um, sondern also, nach kommst, dem, auf die Dach. Also das Fachwerk kommst du irgendwie hochgeklettert. Das ist eine Kletternprobe plus 5. Okay, wie belebt es denn diese Straße, die wir uns gerade befinden? Also zu dieser Morgenstunde, du merkst jetzt, dass die ersten Läden geöffnet werden. Es ist zwar immer noch bitterkalt, die Wintersonne steht noch nicht ganz am Himmel, aber die Stadt wird jetzt belebter und belebter. Du stellst dich auf die Straße und pointerst da auch, während wir beobachtet werden, ja? Ich würde auf das Regenrohr zeigen, mit dem Finger. Dort könnten wir auch an diesem Regenrinner zum Dach. Die sind sowieso, als wenn sie uns beobachten, ist Quatsch, ob ich nur zeige oder nicht zeige. Ja, es geht darum, dass die best wissen, dass wir wissen, dass die uns beobachten. Ich zeige auf den Regenrinne. Ja, egal. Nun. Oder wir setzen den Weg hier auf der Bodenmeer fort. So, warte, sind wir auf der Karte? Wir haben noch nicht keine Karte, nein. Kann okay, ich irgendwas würfeln, um abzuschätzen, ob die jetzt tatsächlich ernst machen wollen? Deine Gassenwissenprobe, 8 Punkte. Das Problem ist, ihr seid zu dritt und alleine. Solltet ihr nochmal von dem Schiff runterkommen, unbewaffnet und alleine, dann habt ihr ein gewaltiges Problem. Aber die werden aktuell wohl noch nichts machen. Der Maraskaner sieht aber... Also da habe ich mir schon recht. Maraskaner sind gefährlich, gerade wenn die mit Gift arbeiten. Und gerade wenn das ein Leibwächter von Olamarix ist. Potenziell habt ihr ein großes Problem. Und während ihr euch noch so ein bisschen umschaut, ob ihr auf die Regenrinnen flüchtet, auf die Dächer, könnt ihr dann aber auch schon den nahenden Kai erkennen. Und dann vorbei an den letzten paar Tavernen in Richtung eures Schiffes gehen, wo dann auch weitere Wachen noch warten. Die sind dann weiterhin vom Markgrafen und werden wieder nach Diamantis schauen, ob der da irgendwo rumläuft. Aber zumindest habt ihr dann die Sicherheit der markgräflichen Wachen, dass ihr dort nicht angegriffen werdet. Und so könnt ihr euch dann über die Planken stehlen. Mit der Sicherheit, dass die Meuchelmörder oder die Wachen der Marix noch einmal kurzen Prozess machen könnten.
Offensichtlich ist man noch nicht bereit, einen kleinen Krieg um den Tag anzufangen. Gassenwissen 10 Punkte. Wie viele waren das? 4. Du hast 4 gesehen. Also oh den Gott, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein Dutzend oder so. Ja, noch. Du hast 4 gesehen, aber du hattest das Gefühl, dass da mehr waren, als du gesehen hast. Ja, aber trotzdem. Kapitän, ja, wir müssen entschieden handeln, und zwar so schnell wie möglich. Es war offenbar eine Drohgebärde, aber das heißt nicht, dass sie beim nächsten Mal nicht ernst machen. Ich plädiere immer noch dafür, dass wir den gesamten Clan einfach ausmerzen und die Sache auf sich beruhen lassen. Ihr könnt dann sofort mit den Vorbereitungen beginnen. Lass uns noch einmal nachdenken, wie wir an Beweise kommen könnten. Es muss doch eine Möglichkeit geben, es ihnen nachzuweisen. Nun, die erste Anlaufstelle wäre sicherlich der Leichnam. Könnt ihr mir herausfinden, mit welcher Waffe die Frau gebracht wurde, und einer solchen Besitz der Familie verorten, wäre dies schon mal ein sehr wichtiger Stand. Aber wie ich bereits bemerkt habe, der Boran-Tempel wird vor allem mich wohl kaum herunterlassen. Aber mir, ihr seid ein geübter Anatom. Ich kann eine Leiche unterscheiden von einer anderen, ja? Und ich kann auch eine Wunde erkennen, woran die Mensch gestorben ist. Wir könnten versuchen, ihn im Schutze der Nachtruhe in die Leichenhalle zu boxieren. Sie behaupten, sie wäre mit einem Dolch erstochen worden. Es wäre möglich, dass es Diamant das war. Aber ist euch aufgefallen, dass es zeitlich alles nicht recht zusammenpasst? Ich bestehe weiterhin darauf. Warum hatte Diamant es die Frau denn nicht umgebracht, als sie noch an Bord war? Dies ergibt keinen Sinn. Vor allem, wir saßen beim Abendessen. Und plötzlich hat das Ola Marix sehr eilig, uns loszuwerden. Das würde Sinn ergeben, wenn er auf den Einbruch aufmerksam geworden ist. Aber zu diesem Zeitpunkt war Hyvilla noch am Leben. Und hätte Diamantis diese Gelegenheit genutzt, um Hyvilla umzubringen, hätte Boltax dies mit Sicherheit festgestellt. Was ich nicht verstehe, warum hat er ein eigenes Familienmitglied umgebracht, einfach so? Sie war schließlich seine Tochter. Ihr wirkte verärgert, dass sie die Anschuldigungen gegen Diamantis uns gegenüber erwähnt hat. Nun, eine Verärgerung ist doch kein Grund, ein Familienmitglied umzubringen, nicht wahr? Da habt ihr recht, aber wer könnte es sonst gewesen sein? Es ergibt eigentlich nur Sinn, wenn es Ola Marix war, oder? Oder auf seinen Befehl hin geschehen ist. Oder wenn dieser Markgraf in der Sache mit drin hängt und uns loswerden möchte. Das glaube ich nicht. Nun, ihr kennt ihn besser als ich. Ich schätze ihn nicht als Möchelmörder ein. Ihr habt doch Diamantis nicht als Paktierer eingeschätzt. Ihr ebenfalls nicht. Und ihr wart viel näher dran. Also, ich hatte einen Verdacht bei mir, deswegen haben und wir ihr habt ihn uns nicht mitgeteilt, nicht wahr? Ich habe ihn der Kapitän ja mitgeteilt, dass und sie hat uns nicht ist. Mitgeteilt. Sie hat entschieden, dass ihr ein Sicherheitsrisiko seid und über solche Dinge nicht zu informieren seid. Und der Rest der Mannschaft auch. Alle Geweihten an Bord wussten ebenfalls nichts davon. Aus gutem Grund. Ja, welchen? Nennt ihn mir. Nun, dass eure Loyalitäten offensichtlich beim Horasreich liegen, genauso wie die der Harvulgard immer noch bei ihrer Sippe. Beziehungsweise bei ihrem Orden. Die restlichen Geweihten? Habt ihr auch Boltax belogen, Raphim belogen? Welchen Grund gab es dafür? Ich werde euch nicht über die Entscheidungsfindung der Kapitania belehren. Aber vielleicht gewöhnt ihr euch lieber daran, dass es Dinge gibt, die euch nichts angehen. Ich gewöhne mich besser daran, dass ich euch nicht vertrauen kann, euch beiden nicht. Habe ich euch jemals etwas Leid zugefügt, Abelmir? Ihr habt mich belogen oder mir nicht die Wahrheit erzählt. Seltsam. Auf einmal ist die Wahrheit ein hohes Gut für ihn. Ich wusste nicht, dass Diamantis ein Paktierer ist, und ich habe es auch nicht geahnt. Serpentier sagte ihm etwas anderes. Mit diesen Worten könnt ihr dann in die Kapitänskajüte gehen. Während ihr dann an Deck steht, werdet ihr die Gespräche selbstverständlich etwas einstellen. Und könntet dann im Prinzip in der Kapitänskajüte euch weiter streiten. Nur so eben, dass die Mannschaft euch nicht hört. Und wenn ihr dort dann Platz genommen habt, Raphim, möchtest du dazukommen? Ich möchte, während die erstmal alle weg sind, mit dem Gutartengardisten unterhalten. Genau, nach 5 Minuten, so wie du es gewünscht hast, klopft es wieder an deiner Tür. Verzeiht, hoher Herr, ihr
Ich wollte nicht sehen. Einen Moment. Ich würde nach einer Kiste unter meinem Bett kramen. Was für ein Vermögen hat Rafim? Ich kann das nicht einschätzen. Nee, Mann, Rafim ist reich, ich weiß aber nicht, wie reich. Also, ich gehe mal davon aus, du hast so 200 Dukaten da jetzt in Edelsteinen, Dukaten irgendwie so rumliegen. Okay. Mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja. Besorgt uns unseren Kontaktmann in der Stadt. Nimm diese Kiste. Ich will Diamant des Monterey lebend. Sucht den, findet den. Jawohl, mein Lord, ich nehme die Kiste, ich lasse ein paar Kontakte spielen, beziehungsweise die Münzen und dann besorge ich euch all die Informationen, die wir über Diamantes in die Finger bekommen. Naja, sehr gut. Schickt zwei andere, sie sollen mich stützen. Ich muss zu Macesca. Zu Macesca Paligan? Jawohl. Ja. Damit nimmt er dir die Truhe ab und geht nach draußen. Hallo, zwei von euch! Reinkommen! Ja, und kurze Zeit später kommen dann noch zwei Dukatengardisten, die dich zu Macesca Paligan bringen, nach unten. Du kannst klopfen lassen und ohne dass sie auf das hier reinwarten, wird die Tür von den Dukatengardisten auch aufgedrückt. Und dann kannst du sehen, wie Macesca Paligan gerade an ihrem großen Schreibtisch sitzt, viele Formulare, Unterlagen. Sie blickt einmal verachtenswert auf die Dukatengardisten, sieht dann, dass du dabei bist. Basaltfaust, wie kann ich euch dienen? Ihr räumt die Nachbarkabinen, setzt mich da vorne ab, schließt die Tür, niemand soll sich uns nähern. So verstanden. Ey, Vorsicht, ich hab Glasknochen. Ah, nicht so fest drücken. Aua. Ja, ich würde mich an die Tür lehnen. Ich nehme an, ihr habt schon gehört, was passiert ist. Fass es doch noch einmal für mich zusammen. Unser Landsmann ist gefallen. Diamant aus Monterey. Ja. Nun, ich würde nicht jeden Alanfaner als Landsmann betiteln, denn der Verrat liegt uns Alanfanern im Blut, nicht wahr? Ja, aber Verrat aneinander, nicht an den Göttern. Nun, ich bin eine Paligan. Selbst mein eigenes Haus hat uns verraten. Naja, versteht das nun nicht falsch, aber... Wollt ihr euch auf mein Bett setzen? Ihr dürft es sogar vollbluten. Nicht, dass ich das nicht wert zu schätzen wüsste, aber ich komme nicht alleine hoch. Ich bleib einfach hier sitzen. Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass ihr nicht mehr laufen könnt. Und ich gehe auch davon aus, dass ihr einen Balsam von mir ablehnt. Sehr löblich, dann werde ich euch keinen anbieten. Naja, eure Höflichkeit ist nicht zu überbieten. Was wollt ihr von mir? Ich will, dass ihr ein Auge auf die anderen habt, die hier auf dieser Ebene sind. Er wird nicht der Einzige sein. Nun, ich gehe mal davon aus, dass die Swafnir-Geweihte unter besonderen Augen stehen sollte. Wollt ihr meine ehrliche Meinung hören? Ja. Die ist zu dämlich. Ich vermute eher, dass uns die Schiffsärzte der Nostria, dieser komische... Wie heißt euer Nachbar nochmal, dieser komische Mann, den wir aus, wo auch immer der nochmal herkam? Der Grolm? Ja, und auf der anderen Seite kann man beiden nicht vertrauen. Vor allem, wenn ich mich darum kümmern sollte, das erste, was ich machen würde, ist drüben die Tür eintreten bei der Malerin. Aber was weiß ich schon. Okay, kann sie mal bitte überreden? Ich habe gerade eine sehr dumme Idee. Sie würfelt überreden. 2218. Was hat die denn wohl so? Also im Überreden wird sie sicherlich ein Q5 NPC sein. Ich muss gerade mal schauen. Q5. 15. Das heißt, sie gibt 3 Punkte aus und ihre Talente sind 12. Dann sind 9 Sternchen über. Naja, was vermutet ihr? Nun...
Es mag ein Vorurteil sein, aber allzu oft bestätigen sich Vorurteile. Sie ist ein Albino. Das kündet von schlechtem Leumund. Immerhin verfluchen die Götter diejenigen, die sich von ihnen abgewandt haben. Nun, wenn ihr einen Verräter sucht, dann solltet ihr eventuell bei der Malerin anfangen. Ich habe zwar noch kein einziges Bild von ihr gesehen, aber sie soll wohl schon dabei sein. Man kann zwar nicht mehr ihre Farbdämpfe riechen, weil sie in Janka ausgeschieden ist, aber nun, sie hat lang genug gemalt in ihrem Atelier dort und wurde dabei wohl nicht mit allzu vielen Bildern gesehen, die sie hinausgebracht hat. Ja, wenn wir in Janka sind, nehmt euch die Dukatengardisten mit. Setzt die Frau fest und untersucht sie. Nun, wir haben doch hier eine abgeschlossene Kajüte. Tretet sie doch einfach ein. Ich kann mich nicht selber erheben. Ich dachte, ihr seid eine Basaltfaust. Oh, scheiße. Ich muss auf Arroganz würfeln. Schmerz bringt euch nur weiter voran. Ihr solltet aufhören, so herumzujaulen. Okay, ich möchte versuchen, mich zu erheben. Du hast eine 1 gewürfelt. Ja, ich will jetzt richtig aufstehen. Ja. Wunden ignorieren, Selbstbeherrschung? Machen wir eine Selbstbeherrschungsprobe. Achserschwerendes 23. Ja, mit 23 Sternchen kriegst du das auch hin. Du hustest noch ein bisschen Blut und kannst dich dann am Türrahmen hochziehen. Eure Verachtung ist wertvoll. Nun, ich behandle euch so, wie es eine Basaltfaust und vor allem ein Chorgeweihter verdient hat. Naja, es ist schön, in euch die Heimat so lebendig zu sehen. Außerdem habe ich vorhin von Serpentilio im kurzen Gespräch erfahren, dass ihr wiederbelebt worden seid. Ja, wir können nur hoffen, dass mein baldiges Ableben dem ein Ende setzt. Ich befürchte, es ist noch eine Schlacht zu schlagen. Ich gehe auch davon aus. Eine allerletzte. Kor mag euch erwählt haben, aber ihr solltet euch nicht seinen Zorn zuziehen. Lasst ihn euch nicht verachten, indem ihr Heiltränke zu euch nehmt, Heilmagie oder dergleichen. Das wäre kontraproduktiv. Ich schätze eure Belehrung. Wir wollen hoffen, dass es nicht nötig ist. Ich bin auf euer Lob nicht angewiesen. Jetzt geht dort rüber und tretet die Tür ein. Ich danke für euren Rat. Dafür bin ich da. Dann macht Rafim langsam die Tür auf, stützt sich dabei auf den Rahmen. Jetzt stützt mich endlich, steht doch nicht so faul darum. Jawohl, mein Lord. Tritt die Tür ein. Jawohl, mein Lord. Von dort drüben? Ja, die da, wo die Malerin drin war, das stinkt ja noch bisher. Ich dachte, die ist schon längst ausgestiegen. Und während er das sagt, dich stützt, geht der andere hin und tritt die Tür ein. Die Kabine ist leer, mein Lord. Einige Holzpaletten stehen dort noch. Ja, durchsucht sie. Jawohl, mein Lord. Geht er rein und besieht sich die Holzpaneele und klappt da so ein paar Bilder voneinander. Die Farbe ist noch feucht. Ja, ich würde mich langsam in den Raum schleppen. Stellt sie dahin, ich will sie begutachten. Du kannst dir das erste Gemälde ansehen. Es ist eine Sturmklippe. Blitze zucken umher, lila gehalten. Du kannst sehen, wie dort ein gewaltiger Strudel klafft. Einige Dämonenarchen, die mit all ihrer Hässlichkeit dort pumpen, mit ihren Adern das Unwasser nach oben saugen, und Seeschlangen, die dort gezeichnet sind.
Du klappst das Bild weiter und siehst, wie eine gewaltige Kröte aus dem Berg nach oben bricht, den Vulkan zur Seite schiebt und dann wohl im Sprung begriffen ist. Du klappst ein weiteres Gemälde nach vorn und siehst dich selbst in einer Kaverne unterirdisch. Vor dir steht Diamantes mit einem höhnischen Grinsen, ein widerliches Lächeln, was ihm ins Gesicht gelegt worden ist, und die goldene Balestrina, die direkt auf deiner Brust angelegt ist.